Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein Hartberg. Ich begrüße Sie recht herzlich aus dem Sky Fußballstudio. Ja, und wenn dem Team noch die Leichtigkeit fehlt, der Manuel und ich, wir werden Sie mit Leichtigkeit durch die Sendung führen. Wenn wir schon bei der Leichtigkeit sind, wie können wir unsere auf das Team übertragen? Ja, wenn es darum geht, wie leicht es eigentlich ist, ein Tor zu schießen, glaube ich, dann wollen wir jetzt mit unserer positiven Energie alles dazu beitragen, dass es im nächsten Spiel endlich wieder funktioniert. Ja, die Partie gegen Ried ja auch das beste Beispiel, dass es irgendwie noch nicht so wirklich nach Plan läuft. Ja, das ist, glaube ich, auch der riesengroße Unterschied zur letzten Saison. Da hat man einfach eine ganz andere Quote gehabt, wenn es darum ging, die Chancen zu verwerten. Das ist das, was jetzt fehlt, weil natürlich der Spielverlauf optimal verlaufen sollte. Und wenn du natürlich einem Tor nachläufst, keins erzielst, dann kriegst du eins, dann laufen die Spiele so, wie sie jetzt aktuell gerade verlaufen. Ja, und sie sind unglücklich verlaufen, vor allem die Partie gegen Ried aus Hartberger Sicht. Dreimal Aluminium getroffen. Einmal Lukineder mit Kopfball und zweimal Dario Tadic. Eben nur das Gestänge getroffen. Man, ist ja eigentlich unerklärlich. Wunderschön herausgespielt. Ried war ja auch extrem offen, muss man sagen. Und dann erzielt man trotzdem keinen. Richtig, weil auch Ried viel mehr Risiko gegangen ist im Vergleich zu den Spielen davor. Sie haben versucht, hoch anzupressen, weil sie dann schon auch wissen, dass Hartberg da wahrscheinlich die aggressivste Mannschaft ist, wenn es darum geht, auch von hinten raus zu spielen. Also mutiger spielt in Österreich keiner von hinten raus. Hat sie leider auch einmal gerecht in einer Situation. Aber nichtsdestotrotz haben sie dadurch auch Räume ergeben und da gab es halt x Möglichkeiten. Aber wenn du die nützt, dann bringt dir das alles nichts. Ja, 26:8 Torschüsse, trotzdem im 0:2 verloren. Und Marco Schopp, der hat jetzt aber nicht die Offensive da groß als Thema gemacht. Natürlich, da muss man eine machen, eh klar. Aber er hat die Defensive auch wieder mal zum Thema gemacht. Ja, weil die Tore auch wirklich sehr leicht gefallen ist. Vom zweiten rede ich jetzt gar nicht, sondern eher vom ersten zum Beispiel. Also wenn der Tormann mit einem langen Ball ist, relativ leicht einleiten kann und die spielen dann auf den zweiten Ball die Rede, das hat man ja dann auch gewusst. Und die Konsequenz und die Kompromisslosigkeit unterm Strich dann fehlt, warum man dann ein Tor verhindert oder nicht verhindert, dann versteht ihr den Trainer auch, weil alles andere, glaube ich, weiß ich nicht wirklich. War einfach nur, wie man die Zweikämpfe führt. Ja, das hören wir vom Trainer auch immer wieder. Lukas Ried, der ist eingewechselt worden, hat auch ordentlich Schwung reingebracht und er hat nach dem Spiel Folgendes gesagt. Von den ersten Minuten waren wir eigentlich präsent, haben 3 oder 4 Alu-Treffer gehabt und ich glaube, wir hätten heute noch eine Stunde spielen können und hätten wir da heute ein Tor gemacht. Ja, und Sie können so einen Fall, seit Fallrückzieher, treffen eigentlich, perfekt treffen und da wird trotzdem rausgezerrt. Ja, ich habe ihn gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Da können Sie jetzt nochmal drauf schauen. Der war herrlich. Ja. Er war leider nicht drinnen und deswegen kann ich mir leider nichts davon kaufen. Ich glaube, wir haben heute alles probiert. Wir wollten das Spiel heute unbedingt gewinnen. Das ist uns heute leider nicht gelungen und ja, jetzt ist wieder alles benannt. Eine Stunde hätten Sie noch spielen können ohne Treffer, wären es nicht 2 gewesen. Ja, bin ich. Das war wirklich unfassbar, auch zum Zuschauen, wie ich finde. Das war echt, man hat schon mitgelitten. Absolut. So, wie beurteilen wir jetzt die ersten 7 Runden, Manuel? Ja, jetzt ist die Frage, wo man intern auch die Ziele, wo die waren ungefähr, wo sind sie jetzt, werden die revidiert, werden die angepasst oder nicht? Also ich bin schon der Meinung, dass man jetzt von der Leistung her, das ist nicht großartig anders, denke ich, wie letzte Saison, aber die Effektivität ist eine komplett andere, wenn es um die Chancenausnutzung geht. Dazu kommen zu viele leichte Fehler oder dass man zu leicht auch dem Gegner es macht, Tore zu erzielen. Und es sind ein paar Kleinigkeiten, wenn man die wieder halbwegs hinbringt in diesen nächsten 10 bis 14 Tagen, wenn es dann nach der Pause wieder weitergeht, dann glaube ich, dass die Hartberger schon auch wieder in der Tabelle Platz um Platz gut machen werden. Ja, wie bilanziert der Trainer eben diese ersten Runden, Marco Schopp? Klar, ist es für die Erwartungshaltung, die viele gehabt haben, etwas, wo ich der Meinung bin, das entspricht nicht ganz dieser Erwartungshaltung, weil wir für uns einfach schon definiert haben, auch punktemäßig einfach noch klarer da zu sein. Das ist uns jetzt dann in der Form nicht gelungen. Ich finde, dass wir spielerisch weiter sein als in der letzten Saison. Was uns momentan fehlt, ist einfach dieses noch entschlossene Verteidigen und dieses einfach überzeugte in der Box aus wenig viel zu machen. Das ist einfach momentan unser Thema. An dem muss man arbeiten. Viele andere Dinge sind sehr positiv. Ich glaube, wenn man das Spiel über die ganzen 90 Minuten hernimmt, dann kann man sehr, sehr viel Positives auch mit rausnehmen. Aber es geht einmal um die 3 Punkte. Und die 3 Punkte sind heute beim Gegner. Ja, mir ist dieses Schlagwort Erwartungshaltung natürlich gleich hängen geblieben. Ist sie zu hoch?
Was ist die Erwartungshaltung noch? Das ist öffentliche Ziel ist ja Klassenerhalt, wie immer. Das ist genau die Frage. Was ist die Erwartungshaltung? Was ist die eigene Erwartungshaltung vom Trainer, von den Verantwortlichen, von den Spielern? Die ist bestimmt nicht Klassenerhalt. Ich glaube, da Richtig. Können wir uns einig sein. Und natürlich auch der Europacup hat seines dazu beigetragen, dass er das natürlich auch ein bisschen verschoben hat. Dann gibt es diejenigen, die ein bisschen realistischer sind, andere träumen von noch mehr. Ich glaube, da muss man sich auch einmal zusammensitzen, das vielleicht auch definieren, neu definieren. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht die Alarmstufe rot bei Ihnen, weil die Leistungen absolut in Ordnung sind. Das sind die Kleinigkeiten, die momentan fehlen. Und vielleicht muss man sie auch noch mal aussprechen bezüglich der Ziele. Und Alarmstufe Rot gibt es bei dem Verein sowieso nie. Erich Korher ist da am Ruder. Also da, glaube ich, gibt es nie Alarmstufe Rot. Da ist immer Ruhe angesagt. Ja, jetzt ist eben die Länderspielpause. Die Teamspieler, die bleiben in Hartberg. Reiko Repp, Samson Tijani und ja, österreichische Nationalteamspieler gibt es ja keinen. Aber warum ist auch keiner auf Abruf? Es gibt Stimmen in Hartberg, die sagen, warum ist Rennes Wetter nicht auf dieser Abrufliste? Gehörst du zu denen dazu? Ja, aus Hartberger Sicht kann man natürlich auch einen Rennes Wetter ins Nationalteam fordern. Er bringt schon Woche für Woche gute Leistungen. Und natürlich auch, wenn man darauf blickt, wer wird einberufen, wie viele Länderspiele haben die eigentlich auch zu Buche stehen. Das sind, ich glaube, keiner der Torhüter hat mehr als 5 Länderspiele. Da kann man sagen, ja gut, da kann man über mich auch einmal nachdenken. Deswegen finde ich es schon auch legitim und nachvollziehbar. Aber das Hauptproblem ist natürlich das Trikot, das er trägt. Hätte er ein Trikot aus der deutschen Bundesliga und bringt dieselben Leistungen, dann wirst du schon leicht einberufen. Wen spielst du denn jetzt? Nein, ich finde es einfach generell, wenn die Co-Farbe ist schon auch nicht unentscheidend, wenn es darum geht, wenn wir da einberufen. Aber René, alles Gute. Wir haben schon Gernot Trauner rein reklamiert, also vielleicht schaffen wir es bei René auch. Wir waren hartnäckig. Wir haben es geschafft. Gernot Trauner im Nationalteam. Ja, und die Kontakte hätte er auch zum Sportdirektor, aber das Thema, das lassen wir jetzt einfach bleiben und sprechen wir über einen anderen Torhüter, nämlich der jetzt nur noch die Nummer 3 ist bei den Hartbergern, Florian Feist, extrem sympathisch, der Baumeister, und er erzählt uns jetzt über seine Anfänge beim TSV, denn er ist ja wirklich einer von uns, er ist schon ewig dabei. Puh, das ist schon lange her, das war 2014. Hat mich der Erich angerufen im Sommer, wie es ausschaut. Damals waren wir zweite Liga. Und ja, wie man das eben vorstellen kann, jetzt zu Hartberg zu wechseln. Damals habe ich in der Landesliga gespielt, also in Anger. Und dann habe ich eigentlich nicht lange überlegen müssen, nachdem ich ja die ganzen Nachwuchsabteilungen durchlaufen habe, bis zu U17 im Nachwuchs. War es für mich dann eigentlich klar, dass ich den Schritt damals mache, von der Landesliga in die erste Liga. War, sage ich mal, sicher keine leichte Zeit damals, weil es ja alles turbulent war mit Trainerwechsel kurz vor Meisterschaftsbeginn, am Sponsor, der Geld und Spieler bringen hätte sollen, wo sich dann herausgestellt hat, dass eigentlich ja nichts war. Dann bist du eigentlich, ja, die ganze Saison hinten nachgehängt. Nicht? Und ja, das war 2014, bin ich zum Verein gekommen und jetzt haben wir 2020 und ich bin immer da. Wahnsinn eigentlich. Ja, jetzt ist 2020, Feister Baumeister ist immer noch da, Hartberg hat eine eigene Fernsehsendung. Die Zeiten ändern sich. Aber ich kann mich noch gut an den Beitrag auch erinnern, Feist, der Baumeister, sehr sympathischer Kerl. Und die Kategorie einer von uns ist ja geschaffen, genau für solche Menschen. Absolut, kann mich an den Beitrag auch noch erinnern. Da war die Diskussion, ob er das Leiberl verkehrt herum hat. Kannst du dich noch erinnern, wo er das dazu klargestellt hat via Instagram. Ja, das waren noch Zeiten. Die beginne auch von deinem Verein. Florian Feist, der hat ja auch maßgeblich, muss man auch sagen, nicht nur beigetragen ja, an der Entwicklung des Vereins infrastrukturell, sondern auch am Platz. Damals Keiko erste Liga, erinnere dich zurück, da hat er Rennes Wetter mehr als nur gut ersetzt. Sehr, sehr gut auch. Man kann auch immer auf ihn zählen, er ist ein sehr verlässlicher Rückhalt, guter Typ auch und deswegen ist er, finde ich, auch noch nach wie vor ein Gewinn für die Mannschaft. Absolut. Und einen großen Anteil am Erfolg des Vereins hat er auch? Keuer, heil. Erich Korher, genau so ist es. Und der spricht ja nie gerne über sich selbst, meidet Fernsehkameras, meidet Fernsehstudios, wenn es nur geht. Deswegen lassen wir jetzt einen sprechen, der ja immer gern den Mund offen hat. Und das ist Jürgen Heil, der jetzt über Erich Korher. Da gibt es vielleicht andere, die was mehr Probleme mit einem Kopf haben. Vielleicht verdienen sie auch mehr als ich. Nein, Spaß beiseite. Mit Erich bin ich eigentlich sehr gut bis jetzt immer ausgekommen. Er ist eher der Ruhige, der was sich nie
da glaubst du manchmal, der hat keine Emotionen, aber er macht das einfach richtig gut. Und auch was die letzten paar Jahre, man verliert immer wieder Spieler, gehen zu anderen Vereinen und er macht es einfach so mit seiner Ruhe und Gelassenheit. Es schaut wirklich extrem einfach aus und muss man auch ein riesen Kompliment machen, dass er vor allem die Leistungsträger in dem Jahr mit dem Trainer zusammen auch halten hat können. Also Hut ab für ihn. Für den Erich Koher kann man natürlich kein negatives Wort verlieren, aber der möchte einen Bonus haben bei der nächsten Verhandlung. Es sieht so aus, irgendwie bereut er, glaube ich, die letzte Verhandlung. Hat er gar nicht so lange ist es her, hat er verlängert. Ja, aber generell, Erich Koher, finde ich, ist schon einer der vielleicht auch unterschätztesten Funktionäre im österreichischen Fußball. Ja, aber die Angst vor Kameras können wir ihm, glaube ich, nicht nehmen. Ja, ich würde mich freuen, wenn er mich mal hier ersetzt. Wenn er statt mir hier sitzt. Damals hat er auch viel gesagt, als er das eine Mal da war. Dario Tadic wird sein Nachfolger. Ich glaube schon, dass er auch viel zum Reden und Erzählen hat, nur er meidet einfach das Rampenlicht, das macht ihn nur sympathischer. Absolut, das unterstreiche ich komplett. Länderspielpause steht jetzt an. Was macht Marco Schopp in dieser Pause? Ja, erstens mal wird er wahrscheinlich seine ein, zwei Tage verkriechen, um auch die, glaube ich, diese bittere Niederlage in Ried zu verdauen. Wenn er dann, glaube ich, wieder emotional bei Null ist, dann wird er versuchen, in der Mannschaft an diesen Schrauben zu drehen, wo ich finde, dann wird es auch wieder zu Erfolg führen, weil es fehlt ja eh nicht wirklich an viel. Und dieses Selbstverständnis, auch Tore zu erzielen, ist das Hauptthema. Und in der Defensive einfach anders zu agieren, das kann man, glaube ich, relativ rasch in den Griff kriegen. Absolut. Und wir reden immer von Tadic. Ein anderer sollte vielleicht auch schon langsam in die Form kommen, die er hatte. Ich glaube, du weißt, auf wen ich raus will, Rajko Rep. Extrem bemüht, das kann man ihm überhaupt nicht absprechen. Das wollte ich gerade sagen. Der ist ja eh nach wie vor ein sehr umtriebiger Faktor, auch im Offensivspiel. Aber auch der ist stellvertretend für das, was gerade so passiert. Er läuft ein bisschen dem Glück hinterher. Aber man weiß oft auch nicht, wo das herkommt, das muss man sich arbeiten und er ist sehr fleißig. Deswegen. Na, vielleicht tut es ihm auch jetzt gut, dass er bei der Mannschaft bleibt, eben auch während dieser Pause und mal nicht weg ist mit dem Nationalteam. Manuel, danke. Gerne. Danke an Sie auch fürs Dabeisein. Jetzt gibt es die Länderspielpause, fußballfreie Zeit. Auch die muss man genießen und dann sind wir alle wieder für Sie da vom Sky-Team.